an meiner Persönlichkeitsentwicklung, an meinem Ich arbeite ich eigentlich tagtäglich und seit Jahren schon intensivst oder eigentlich mein Leben lang schon. Ja, hallo aus Berlin. Wir treffen hier heute Zana Ramadani. Unter anderem ist sie Bestseller-Autorin. Und wir bei Espressol beschäftigen uns ja mit den Themen komplex rund um den Bereich der Selbstkompetenz. Und mit Zana sprechen wir insbesondere über Selbstverantwortung. Das heißt, das Übernehmen von Verantwortung für das eigene Denken, Handeln, für das eigene Leben. Aber auch um Themen wie Abgrenzung und Selbstwahrnehmung. Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass dein Leben in Gefahr ist? Das erste Mal wirklich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich in Gefahr bin und handeln muss, also so richtig handeln muss und von jetzt auf gleich Entscheidungen treffen muss, war der Abend, die Nacht, als ich von zu Hause geflohen bin oder fliehen musste. Das war ein Abend, ich bin später von der Arbeit gekommen, das war zu der Zeit, habe ich eine Ausbildung in einer Kanzlei gemacht. Und ich bin nach Hause gekommen und dann stürzte meine Mutter schon auf mich los, völlig daneben, wo ich denn gewesen bin, obwohl ich nur den Bus verpasst habe und einen Bus später nehmen musste und dementsprechend später zu Hause war. In ihrer Vorstellung habe ich irgendwas Unehrenhaftes getan und so kann man das ganz gut beschreiben, harmlos beschreiben. Und ja, es war totaler Stress. Mein Vater, das war der erste Abend, als mein Vater auf mich losging in meinem ganzen Leben. Und es war eine totale Stresssituation. Ich habe mich in meinem Zimmer zurückgezogen, versteckt, blockiert. Und dann merkte ich nach einiger Zeit, dass die Tür klingelte und meine Onkels da waren. Und das war mitten in der Woche. Ein Onkel war aus Amsterdam, der andere aus dem Ruhrgebiet. Und dann nach Siegen sind schon ein paar Kilometer. In der Woche ist eigentlich nie vorgekommen, dass die zu der Zeit einfach so aufgetaucht sind. Und dann dachte ich, okay, hier stimmt irgendwas nicht, weil sich die Wochen vorher immer wieder auch zugespitzt haben in der Situation zu Hause, die Aggressivität mir gegenüber, dass ich gedacht habe, gut, ich muss jetzt gehen, ich weiß nicht, was passiert, ich muss jetzt handeln. Also habe ich einen damaligen Freund angerufen, habe gesagt, du musst mich jetzt abholen, meine Freunde, mein sozialer Kreis außerhalb meiner Familie wusste immer Bescheid, wie es mir geht oder was da los ist. Ohne zu fragen, hat er sich ins Auto gesetzt, mich einfach abgeholt und ich habe gesagt, wenn du draußen bist, klingel. Und mein Glück war, dass meine Eltern mir nicht das Handy abgenommen hatten. So konnte ich auch natürlich jemanden kontaktieren. Hätten sie es mit dem Handy abgenommen, wäre die Situation anders gewesen. Ich habe währenddessen, während der auf dem Weg zu mir war, einen Rucksack mit ein paar Klamotten gepackt. Ich habe zwei Hosen gepackt, zwei Schlöpper zum Wechseln und einen Pullover und das, was ich am Leib trug. Das war das Einzige. Und dann hat es auf einmal am Handy geklingelt. Ich habe den Rucksack genommen, meine Zimmertür aufgeschlossen und bin raus. Und dann hatte ich wieder Glück. Ich bin einfach rausgestürmt. Ich hatte so ein Glück, ich habe drüber nicht nachgedacht, aber ich hatte so ein Glück, dass die Haustür nicht abgeschlossen war. Was natürlich auch sehr selten vorkam, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Und ich bin einfach raus. Meine Eltern und mein Onkel sind hinter mir her, aber ich bin ins Auto gestiegen, habe nur noch geschrien, fahr, fahr, fahr. Und er hat aufs Gas gedrückt und ist gefahren. Und so bin ich abgetaucht. Ich wollte es nicht darauf ankommen lassen, was passiert. Wollen meine Onkels nur mal mit mir sprechen oder wollen sie mich ins Auto packen und nach Mazedonien schleppen, um aus mir eine ehrbare, gute muslimische Albanerin zu machen? Ich wollte nicht mehr. Ich musste handeln. Ich wollte nicht herausfinden, was mit mir passiert. Ich musste für mich eine Entscheidung treffen und ich musste die von jetzt auf gleich treffen, ob es die richtige ist oder die falsche. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich hatte dieses Gefühl, ich muss jetzt Verantwortung für mich selber richtig übernehmen. Und das habe ich gemacht. Bist du generell ein Mensch, der Verantwortung für sich selbst übernimmt? Ich war schon als Kind irgendwie ein Mensch oder ein Kind, was Verantwortung für sich übernommen hat und vor allem auch übernehmen musste. Ich komme aus einem Kulturkreis und ich bin in einem Kulturkreis hineingeboren worden, wo man von klein auf, gerade als Mädchen, gesagt bekommt,
du musst dich benehmen, du musst mit anpacken, du musst das machen. Also es wird auch viel auf uns gerade Mädchen abgeladen. Deswegen hat man nicht so die große Wahl. Wirklich, zwar einerseits gibt man Freiheiten und Selbstbestimmung ab, aber andererseits muss man sehr viel Verantwortung von klein auf übernehmen. Andererseits bin ich auch so ein Typ irgendwie, glaube ich, man muss auch irgendwie so ein Typ sein, dass man sich gerne für andere einsetzt oder ein Gefühl dafür, Empathie spielt eine sehr große Rolle. Und das setze ich mein ganzes Leben durch, zieht sich das durch, dass ich immer zu viel Verantwortung übernehme. Mein großes Problem ist das, was ich merke, gerade seit ich politisch aktiv bin, dass ich das Gefühl habe und mich zu sehr im Alltag davon einnehmen lasse, dass ich noch mehr tun muss, dass ich noch mehr für andere Menschen Verantwortung übernehmen muss. Da muss ich, da lerne ich noch, also ich arbeite daran, dass ich mich davon mehr abkapsel und mich auch wesentlich dann zurücknehme und auch für mich auf mich selber konzentriere, weil das kann auch sehr zerstörerisch sein, zu viel Verantwortung auch für andere Menschen zu übernehmen. Da habe ich ehrlich gesagt für mich selber noch nicht so den schönen, guten Mittelweg, gesunden Mittelweg gefunden, aber ich arbeite daran. Aber ich finde es wichtig und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft fehlt, ist, dass die Menschen immer mehr beziehungsweise immer weniger Verantwortung für sich selber übernehmen, aber auch im Bewusstsein, dass sie keine Verantwortung für die Gesellschaft und für die andere und für die Gemeinschaft übernehmen wollen, weil der Egoismus einfach immer größer wird. Also deswegen, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich das Gefühl habe, ich muss mehr, noch mehr tun. Aber es ist nicht meine Aufgabe, alle zu retten oder allen zu helfen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen und ich hoffe, dass den Menschen das irgendwann bewusst wird, weil jeder von uns braucht auf irgendeine Art und Weise Hilfe. Wenn jeder nur bei sich selber ist und noch nicht mal für sich selber Verantwortung übernimmt, dann geht diese Gemeinschaft, diese wundervolle Gemeinschaft wirklich den Bach runter. Wie darf ich dich eigentlich ansprechen? Autorin, Aktivistin, Politikerin, Unternehmerin? Zuallererst würde ich mich als Mutter beschreiben, weil das der Antrieb für alles andere ist, was ich mache im Leben oder ab jetzt oder seit der Mutterschaft mache. Aber ich bin Mutter, ich bin Autorin, ich bin politische Beraterin, Unternehmerin und dazu bin ich noch Aktivistin und vor allem Gesellschaftskritikerin. Das Muttersein, das ist wirklich gerade auch als Aktivistin und Gesellschaftskritikerin der große Antrieb, weil ich kämpfe jetzt nicht nur für meine Freiheiten und meine Selbstbestimmung als erwachsene Frau, sondern ich kämpfe für die Freiheiten und die Selbstbestimmung meiner Töchter und damit die sich mit diesem ganzen gesellschaftlichen Unsinn und patriarchalen Quatsch nicht auseinandersetzen müssen später, sondern wirklich ein selbstbestimmtes, gleichgestelltes Leben führen können. Was motiviert dich? Im Alltag, also wie schon gesagt, mein Leben besteht nur aus den Kids und aus meiner Arbeit, aber mich motiviert sehr vieles. Jedes Mal, wenn ein Artikel zum Beispiel rauskommt, ein gesellschaftskritischer Frauenrechtsartikel, dann fliegt mir so viel Hass entgegen, dass ich in den Momenten denke, nee, also macht euren Mist wirklich alleine, ich kann nicht mehr. Das muss ich mir nicht antun. Und dann kommen ganz viele private Nachrichten von sehr jungen Mädchen und Frauen und auch Männern, alten und jungen Männern, die dann zurückschreiben, dieser Artikel hat mich zum Nachdenken gebracht. Oder junge Mädchen oder Frauen schreiben dann, ich fühle mich von dir verstanden. Auch Frauen, gerade Mädchen mit Migrationshintergrund, die den gleichen ethnischen oder religiösen Hintergrund haben wie ich, die dann schreiben, danke, ich habe das Gefühl, irgendwas hat mit mir nicht gestimmt. Ich fühle mich so alleine, aber du hast mir gezeigt, dass es einen Ausweg gibt. Und das ist dann so die Motivation, dass ich denke, dieser ganze Hass lohnt sich für diese Nachrichten, die ich privat kriege, weil die trauen sich nicht, öffentlich zu posten oder das zu kommentieren. Aber diese ganzen privaten Nachrichten, auch wenn nur eine Nachricht dabei ist, hat sich all dieser Hass gelohnt und dann ist es eine Motivation. Und dann sehe ich meine Töchter wieder an und denke, okay, hier geht es nicht um mich. Ich kann so leben, wie ich möchte, aber ich will nicht, dass ihr diese Erfahrung machen müsst, die ich und tausend andere, Millionen andere Frauen bis jetzt gemacht haben. Und mehr Motivation kann man gar nicht haben. Also für mich war es nie die Motivation, irgendwie Geld zu verdienen oder sonst was. Das kann man mit Aktivismus sowieso nicht und mit Schreiben heutzutage auch nicht mehr. Aber das reicht mir als Motivation. Was für Pläne hast du denn jetzt für die Zukunft? Im September erscheint ja, glaube ich, ein neues Buch von dir.
Tatsächlich, also die kurzfristigen Zukunftspläne sind natürlich so, dass wirklich im Herbst mein drittes Buch erscheint. Dann verschiedene Beiträge, Podcast ist am Start, der jetzt gerade geplant wird. Ja, ein Umzug. Ich möchte diese verdammte Stadt hinter mir lassen, diesen Egoismus, der sehr groß und täglich stärker wird in dieser Stadt, hinter mir lassen, hinter uns lassen. Und ja, zukünftig das Unternehmen aufbauen und vielleicht mit 50 in Mexiko am Strand nur noch Margaritas trinken. Nein, aber die Zukunftspläne sind wirklich Sicherheit für uns als Familie schaffen und die Kinder glücklich und sicher aufwachsen lassen. Das ist so mein größter Plan, mein großes Ziel. Wie stehst du zu Berlin? Kann man das als Hassliebe bezeichnen? Berlin war mal Hassliebe, jetzt ist es nur noch Hass. In dieser Stadt funktioniert verdammt vieles nicht, also das System an sich, Behörden funktionieren nicht. Die Situation im Alltag wird einfach immer grässlicher. Es ist keine lebenswerte Stadt mehr, vor allem auch keine lebenswerte Stadt als Familie mehr. Der Egoismus auf der Straße wird stärker, man wird nur noch angepöbelt, keiner kann einen guten Morgen im Laden oder sonst was. Oder einfach höflich auch die Bedürfnisse von anderen Menschen beachten, sondern hier zählen immer mehr nur noch die eigenen Bedürfnisse, das eigene Ich. Aber was mit dem anderen Ich ist, das ist egal. Das fängt an mit den ganzen Rollers auf der Straße, Menschen mit Gehbehinderungen. Wir haben eine blinde Nachbarin, die alle 2 Meter über so einen Roller stolpert. Und obwohl die anderen jüngeren Nachbarn wissen, wir haben eine blinde Nachbarin, trotzdem stellen sie die Roller genauso davor, dass sie da drüber stolpert. Das sind so Alltagsgeschichten, die einfach nicht mehr gehen. Man geht hier auf den Spielplatz und sieht Menschen, die sich auf dem Spielplatz in einer guten Wohngegend, also man muss nicht denken, dass es irgendwie bildungsferne Wohngegend oder eine schlechtere Wohngegend, sondern eine sehr wohlhabende Wohngegend, von diesen wohlhabenden Menschen, die saufend auf dem Spielplatz sitzen. Und das ist unangenehm, das ist mir unangenehm, das hat auch nichts mit spießig oder sonst was zu tun, sondern es gibt einfach Sachen, die sich nicht gehören. Die Bedürfnisse eines anderen zählen genauso viel wie meine Bedürfnisse und meine Grenzen sind genauso zu beachten wie die Grenzen des anderen. Und wenn ich die aber nicht beachte, dann hat auch keiner das Recht, meine Grenzen zu beachten. Und damit habe ich ein großes Problem und ich möchte nicht, dass meine Kinder so aufwachsen und ich möchte auch nicht, dass, wenn ich das jetzt einfach mal so offen sagen darf, ist, dass sie zu Arschlochmenschen werden, weil davon haben wir jetzt genug auf der Welt und deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind und deswegen ist die Gemeinschaft so zerrüttelt, wie sie momentan ist und ich hoffe, dass wir uns irgendwann als Gemeinschaft wieder zusammenfinden und eine gute Gesellschaft werden. Und aber für mich ist der Weg oder für uns als Familie ist der Weg raus aufs Land, aufs konservative Dorf, wo man noch behütet und sauber und gut aufwachsen kann. Wenn du jetzt magische Kräfte hättest, sagen wir mal 3 Wünsche frei für Visionen, welcher Art auch immer, was würdest du dir gerne erfüllen? Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Also zuallererst, weil ich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, würde ich mein Konto füllen. Ich glaube, das wäre der erste Punkt, um einfach Sicherheit zu haben. Und das zweite wäre, ganz viel wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, also Menschen zu helfen, Menschen noch mehr zu sensibilisieren, unabhängig von dieser alltäglichen finanziellen Sorge und Angst zu haben, sondern wirklich frei arbeiten zu können. Ich glaube, das wäre mir ganz wichtig. Mir wäre es ganz wichtig, vielleicht weltweit wirklich vernünftige Schutzräume für Frauen einzurichten und Mädchen einzurichten und Jungs und kleine Jungs einzurichten, weil wir müssen nicht nur die Frauen retten, sondern wir müssen auch die kleinen Jungs retten, die später zu guten Männern werden sollen. Und da würde ich gerne sehr vieles machen. Gibt es denn Dinge in deiner Persönlichkeitsentwicklung, wo du noch an dir arbeiten willst, wo du Ideen hast, was du mit dir selbst noch verändern möchtest? An meiner Persönlichkeitsentwicklung, an meinem Ich arbeite ich eigentlich tagtäglich und seit Jahren schon intensivst oder eigentlich mein Leben lang schon. Ich hinterfrage mich eigentlich immer selber schon mein Leben lang. Das kann auch wieder sehr zerstörerisch sein, weil ich hinterfrage alles, was ich mache im Alltag.
ob es richtig war oder falsch war. Ich habe Panikattacken, dass ich was Falsches tun könnte oder sonst was, weil ich mich auch sehr schnell auch wirklich einnehmen lasse und immer die besten Leistungen erbringen will. Auch meine eigenen Erwartungen, die leider immer sehr hoch sind, die ich immer sehr hoch anstecke, die möchte ich auch immer erfüllen. Und ich arbeite daran, dass ich nicht so selbstzerstörerisch bin, sondern mich wirklich auch immer wieder zurücknehme und sage, es ist völlig genug, was du tust und gut, was du tust. Auch wenn du Fehler machst, du darfst ja Fehler machen. Du machst sie ja nicht, um irgendjemandem zu schaden, sondern Fehler darf jeder machen. Und auch wirklich öfters Nein zu sagen, mich nicht so schnell ausnutzen zu lassen, dieses Einnehmen von Menschen wieder, sondern auch wirklich ohne schlechtes Gewissen zu sagen, nein, es geht jetzt nicht, es geht jetzt was anderes vor. Und das muss ich erledigen, aber daran arbeite ich. Ich bin mir dessen allen bewusst. Es gibt Tage, an denen mir das leichter fällt, so zu handeln, und dann gibt es Tage, an denen ich denke, nein, ich muss es. Aber das, ich arbeite dran. Ich hoffe nur, dass ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich ohne schlechtes Gewissen jemanden einfach absagen kann und sagen kann, ich kann es nicht, das tut mir leid. Oder es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Das müsst ihr alleine machen. Und ich glaube, das muss jeder lernen. Genauso wie aber jeder lernen muss, dass es auch Aufgaben gibt, die jeder auch übernehmen muss, auch wenn man nichts davon hat. Be the best you in every way.